So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Faster Than Light. Und nachdem wir beim letzten Mal, wo es ja so unglaublich gut lief, einfach mal unser komplettes Schiff fast zerstört haben, werden wir jetzt mal gucken, ob wir es nicht besser hinkriegen demnächst. Allerdings müssen wir uns dafür erstmal mit unseren Leuten bis zum Cockpit durchschlagen. Damit wir nämlich den nächsten Sprung in den nächsten Teil vom System machen können. Also machen wir einfach mal weiter und schicken den besser erstmal in die Medizinstation. Und die versuchen mal das Feuer hier halbwegs zu bekämpfen. Jetzt sollte ich eigentlich überall die Türen aufhaben. Und die beiden zurückziehen. Vor allem letzteres. Ja, ich glaube, das wird demnächst auch nicht besser laufen als in dieser zweiten Folge. Aber die Hoffnung stirbt schließlich zuletzt. Oh Gott, der wäre mir jetzt schon fast wieder weggestorben. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier machen soll. Wirklich. Ich verstehe das Spiel einfach mal absolut überhaupt nicht. Am besten... Ich weiß auch nicht, was am besten ist. Am besten wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen Überleben der Leute hier und das Feuer erstmal eindämmen. So, und jetzt bis zum Cockpit durch. Und dann könnten wir auch wahrscheinlich gleich schon wieder weiterspringen. Wenn sich immer überall wieder anfangen würde zu brennen. Das ist verdammt nervig hier. So, wenn ich jetzt aber das ganze Feuer einmal los bin, dann müsste das doch erstmal gewesen sein, oder? Obwohl, das kann erstmal auch nur einer reparieren. Weil die anderen müssen sich eigentlich alle mal selbst reparieren quasi. Und regenerieren. So, jetzt kann der sich hier heilen lassen. Und er auch. Einer geht zum Cockpit. So, und jetzt können wir endlich alle Türen schließen. Die Leute auf die richtigen Stationen mal umverteilen. Packen wir einfach mal einen zum Antrieb. Ich gehe mal davon aus, dass man dann besser ausweichen kann oder so. Im Kampf später und eins für den Schilden, damit die sich schneller regenerieren. Ja, und dann springen wir einfach mal hier hin. Da gibt es einen Store. Ein Store ist ja immer gut, da können wir uns dann, glaube ich, auch erstmal gleich reparieren lassen. Und genau das werden wir jetzt auch mal machen. Ich verstehe auch eigentlich gerade nicht ganz, wieso hier mal 3 steht. Weil wenn man es hier kauft, bekommen wir sowieso nur ein. Jetzt steht hier mal 2. Ah, wahrscheinlich ist das das, was der auf Lager hat. Ah, das ist logisch. Okay, wir haben ja sowieso noch nicht so viel. Können also erstmal weiterspringen. Und hier ist ein wirkliches Schiff entdeckt worden. So. Die wollen von uns Scrap haben, damit die uns hier durchlassen. Leider haben wir sowieso nicht genug Scrap dabei. Also werden wir uns wahrscheinlich mit denen anlegen müssen. So, dann gucken wir mal. Und machen mal die Laser hier feuerbereit. Ich weiß nicht, ob jetzt unbedingt einer beim als Pilot da sein muss, weil wir wollen ja im Moment nicht wegspringen, sondern die eigentlich fertig machen. Deshalb schicke ich den da mal zu dem Waffensystem. Gucke mal. Die brauchen aber ziemlich lange, um sich hochzudrehen. Ich weiß gerade nicht, was dieses Grüne jetzt zu sagen hat. Ich weiß ja sowieso nichts von diesem Spiel. Ich würde sagen, wir schießen einfach erstmal auf die Sauerstoffversorgung. Machen noch Autofeuer an. Und gucken wir mal, wie das läuft. Wahrscheinlich nicht so schön, wie ich es gerne hätte, aber ist auch häufig so. So,
Jetzt halten unsere Schilder es zum Glück noch ab. Deren Schilder halten es allerdings auch zu gut ab. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mal von der Gesundheitsstation ein bisschen Energie wegnehmen, um die Raketen eben auch noch aufzuladen. Und dann schießen wir einfach mal auf die. Das gibt's ja nicht. Wir haben einfach nicht genug Energie gerade. Jetzt sind auch die Waffensysteme beschädigt worden. Aber jetzt kann ich auch volles Feuer auf die Schildgeneratoren starten. Auch mit den Raketen. Sie wollen aufgeben, scheinbar. Und ich würde einfach mal sagen, weil sie meinen 5 Treibstoff, 6 Raketen und ein bisschen Scrap anbieten, nehmen wir das mal an. Ein paar Raketen hatten wir auch verschossen. So, sehr schön. Wirklich zu reparieren gibt es ja erstmal nichts. Also kann jetzt mal wieder einer von den Schilden am besten, weil der keinen so weiten Weg hat. Dann kann er sich später wieder auf seine andere Position begeben. Machen wir mal den nächsten Sprung. Und hier ist auch scheinbar das, wovor wir fliehen müssen. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, ein mögliches Schiff entdeckt. Ich gehe da einfach mal hin. Viel Ahnung habe ich immer noch nicht von dem Spiel. Wir können mal wieder nicht zahlen. Das Schiff sieht aber böse aus. Ja, dann müssen wir wohl leider wieder kämpfen. Also begibt sich der erstmal wieder zum Waffensystem. Und wir nehmen wieder was aus der Medizinstation raus, um eben beide Waffen laden zu können. Weil ohne Raketen haben wir wohl schlechte Chancen hier. Ich verstehe auch noch nicht ganz, wodurch dieser Evade, diese Evade-Zahl genau beeinflusst wird. Aber ich hoffe, das finde ich irgendwann mal alles raus. So, dann gucken wir mal. Schießen wir und schießen wir auf die Schilder am besten. Das erscheint mir immer sinnvoll. Vielleicht wäre es auch gut, erst auf die Waffenversorgung zu gehen. Aber ich weiß es nicht. Gucken wir einfach mal, wie das jetzt so läuft. Und Autofeuer machen wir mal an. Wir kriegen hier auch schon den ersten Hüllenschaden. Und auch die. Der Medizinstation brennt. Ich kann auch mal gucken. Eventuell kann ich hier einfach die Türen aufmachen. Wo ich dann in den drei Bereichen hoffentlich der Sauerstoff rausgeht und das Feuer durchgelöscht wird. Logisch wäre es jedenfalls. Sehr schön. Hier gibt es jetzt Raketen, Drohnenteile und ein bisschen Scrap. Wenn wir das hier annehmen, das Angebot von denen, und das machen wir auch einfach mal. So, und jetzt hoffe ich mal, dass das Feuer hier gleich aufhört. Sehr schön. Ausgezeichnet. Jetzt können wir es hoffentlich erstmal wieder alles mit Sauerstoff füllen. Und dann werde ich auch die Medizinstation wieder reparieren. Dutch Incoming Fire. Ich weiß schon wieder nicht, was Dutch heißt. Meine Englischkenntnisse sind wieder überragend hier. Kann man eigentlich in der Oxygen-Station kann man keinen arbeiten lassen? Nee, scheinbar nicht. Egal, wir können uns dann mal wieder mit einem ins Cockpit begeben. Das heißt, eigentlich will ich das ja noch repariert haben. Ja. Ich weiß auch nicht, was genau passiert, wenn ich die jetzt hier hinschicke, obwohl da kein Sauerstoff ist. Scheinbar nichts. Aber es wird auch wieder besser mit dem Sauerstoff, so wie es hier aussieht. Also kann das schön repariert werden. Ja, sauerstoffmäßig sieht das doch mal wieder gut aus. Und dann machen wir den nächsten Sprung zu dieser unbesuchten Location. Ein Asteroidenfeld gibt's hier, die wir scannen können.
Ja. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Auch wenn da ein Piratenschiff jetzt ist. Wer hätte es gedacht? Irgendeinen Nachteil muss das ja haben. Also fangen wir einfach mit dem Kampf an und Intruders detected. Was? Wo? Der da. Das ist Markus. Das ist nicht schön. Angreifen tun wir wohl am besten mal. Ja, jetzt schieße ich einfach mal auf die Waffensysteme. Dann gucken wir mal, ob die beiden den nicht klein kriegen können hier. So. Vielleicht sollten wir ihn besser zu den Waffen schicken. Das erscheint mir ganz wichtig. Und Nellis überlebt das scheinbar noch. Das sind ja eigentlich so Fertigkeiten, die haben. Je nachdem, wie viel Erfahrung die sammeln. Gut, dann können wir wieder die anderen Systeme hier bemannen. Jetzt geht er mal hier hin und ziehen wir vom Waffensystem wieder zum Antrieb. Sehr schön. Und die versuchen jetzt zu fliehen. Dagegen kann ich aber wahrscheinlich jetzt gerade nicht viel machen. Vielleicht sollte ich für solche Fälle auch eigentlich die Systeme versuchen zu zerstören. Aber wir haben die noch klein gekriegt jetzt. Das Schiff ist explodiert und hat uns gelassen. Ein Treibstoff, ein paar Drohnenteile und Scrap. So, unsere Hülle hat auch ein bisschen Schaden davon getragen. Wir werden hier scheinbar auch noch angegriffen. Von was auch immer. Also schicken wir ihn jetzt mal in die Medizinstation. Er hat auch ein bisschen was abgekriegt. Eigentlich haben alle ein bisschen was abgekriegt. Aber jetzt haben wir schon mal hier repariert. So, müssten wir jetzt nicht eigentlich... Nee, ich habe natürlich die Medizinstation wieder nicht... Nehmen wir die Atemraketen hier mal raus. So. Und die Schilder halten das bisschen, was wir gerade hier abkriegen, hoffentlich noch ab. So, dann geht jetzt jeder mal wieder auf seinen Posten. Ne, deinen Posten war hier. Wahrscheinlich muss ich auch mit den Fähigkeiten so ein bisschen aufpassen. Wenn das denn hier Fähigkeiten sind, ich weiß es nicht. Ich habe auch irgendwie kein schönes Handbuch oder sowas ähnliches zu dem Spiel gefunden. Auf jeden Fall kennt der sich mit Schilden aus. Wenn es denn so ist. Der hat auf jeden Fall einen grünen Balken neben dem Schildsymbol. Das wird also gut sein. Den können wir dann zu den Triebwerken schicken. Und der kommt dann zu dem Waffensystem. Beziehungsweise und der Schildheini geht jetzt dahin. Dann haben wir hier ja den kürzesten Weg wieder. Und dann chargen wir mal den Sprung. Wir chargen und haben fertig gecharged. Genau. Was haben wir hier? Oh. Okay. Hier von der Bedrohung müssen wir auch schon mal weg. Also gehen wir mal über diesen unbesuchten Punkt in Richtung Ausgang. So, ein Rebell. Wo ein Außenposten angegriffen wird. Das ist nicht unbedingt schön. Ich würde einfach mal sagen, wir greifen in den Kampf mal ein. Ja, wir werden ja noch sehen, ob wir dich klein kriegen oder nicht. Unser Pilot. Unser Pilot geht einfach mal zu den Schilden. Und dann... Increases Dutch Chance. Das muss ich mir wirklich gar nicht mal angucken, was es übersetzt heißt. Ich weiß es nämlich nicht. So, jetzt nehmen wir mal wieder aus der Medizinstation die Energie raus, damit wir die Raketen auch abfeuern können.
Und als Ziel wählen wir an. Was ist das denn? So eine Drohnenbefehligungsstation scheinbar. Dann wählen wir die einfach mal an zum Angriff. Genauso wie mit den Raketen. Oh Gott, das fängt ja schon wieder schön an hier. Okay, die Hülle ist auf 75% gerade runter. Och, ich habe Autofeuer nicht an. Das ist schlecht. Da habe ich gerade nicht aufgepasst. Wir schießen nämlich mal schön weiter hier. Eieieiei. Den Antrieb müssen wir jetzt gerade auch reparieren. So, das Ding ist jetzt schon mal zerstört. Wir könnten jetzt also auf den Antrieb. Nein, auf den Antrieb wollte ich gehen. Damit die nicht unbedingt nochmal fliegen können. Hier schon mal gerade Bewegung des Feindes innerhalb des Schiffes. Unsere Sauerstoffversorgung geht runter. Das ist nicht toll. Auch wenn wir den Kampf jetzt zum Glück überlebt haben. Und der Außenposten gibt uns auch noch mal ein bisschen was. Sehr schön, sehr schön. Jetzt gucken wir mal, bis dann die Sauerstoffversorgung wieder repariert ist. Möglichst bevor uns die Luft rausgeht. Okay. Dann gehst du mal wieder zum Cockpit. Und wir machen den nächsten Sprung. Und zwar zum Ausgang. Auch wenn ich eigentlich ganz gerne mal einen Shop hätte, wo wir uns reparieren können. So, und jetzt haben wir das Long Range Beacon erreicht. Eine verlassene Space Station ist ja auch noch. Wo daher bekommen wir jetzt 10x Scrap und eine Anti-Personal Drone. Also scheinbar so eine Kampfdrohne auf dem Schiff. So, und jetzt kommen wir in den nächsten Sektor. Und zwar zu... zu einem von den Nebeln. Dann gehen wir mal zu dem und kommen dann danach zu einem Civilian-Sektor. Was, ich weiß auch nicht genau, was das jetzt genau dann bedeutet. Wir müssen hier on Instinct navigaten. Weil das ja scheinbar durch diesen Nebel jetzt verursacht wurde. Ja, gucken wir mal, wie wir uns dabei dann schlagen. Allerdings erst in der nächsten Folge dann. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Und bis dahin, euch noch einen schönen Tag und ciao.